Und dann haben wir draufgekommen, da sind die Praxen im Bären, wo behandelt wird. Die Leute nüchtern sind, locker werden, gelöst. Und auf einmal ganz neue Sachen rausgekommen. Und das war so interessant, dass wir gesagt haben, das können wir eigentlich nicht vorenthalten. Ja, wo gehst denn hier der Weg zu die Seilbahn? Also passen Sie auf. Das ist gar nicht schwer, da fährst du unten links raus, hoch Föhnstraße, gehst auf mich, rechts ist dann als Anhaltspunkt ein Riesenhaus aus Beton mit Säulen. Nur sag einmal, kannst du den Bürgermeister machen? Bürgermeister! Also rein optisch, der ist schaffen, der ist. Schon unser zukünftiger Altbürgermeister. Was ich jetzt sag, das freut mich gewiss. Und wenn's auch gerade von der Putzfrau ist. Der Bernd, das ist ein redlicher Mann. Und hat für Bernd schon recht viel da. Seit 12 Jahren steht er den Gmar vor und hat für jedes Problem ein offenes Ohr. Er hat die Gemeindepolitik geschickt gelenkt, hat Seilbahn geführt und Schulden gesenkt. Er hat die Turnhalle energetisch saniert. Du, aber der Penny hat nicht geniert am Ortseingang. Da wird's mir Angst und Bang. Da haben die Bürger aufbegehrt und haben sie gegen den Vorschlag gewehrt. Beim Bürgerentscheid haben sie durchgewunken. Du, da hat's am Bernd aber gescheit gestungen. Die Firmen haben jetzt aber schon vor, dass die Emanzipation in irgendeiner Fraktion wieder Einzug hat. Der Bürgermeisterkandidat ist tatsächlich ein Mann. Wenigstens dies. An Fashion haben sie sich auch noch ausgesagt. Da reden sie jetzt sogar schon von George Clooney, der Kommunalpolitiker. Vielen Dank für die Darsteller. Es ist unglaublich, wie viel Hilfe dass wir kriegen, wie die Leute uns helfen. Nicht bloß die Listenkandidaten. Es ist unglaublich schön, wie gearbeitet wird, wie zusammengeholfen wird. Dankeschön nochmal, auch der Musi. Kommt ja auch rein, Musi. Danke.